Herr Präsident, meine Damen und Herren, vor mehr als 2 Jahren debattierten wir hier in diesem Hause zum 3. Tätigkeitsbericht des Landesbeauftragten für die Informationsfreiheit und der entsprechenden Stellungnahme der Landesregierung. Als AfD-Fraktion betreffen bzw. betrafen unsere zentralen Forderungen in diesem Bereich vor allem die Transparenz des Regierungshandelns. Die Aufdeckung des Skandals der Beraterverträge um die ehemaligen SPD-Minister Bullerjan und Felgner hatte deutlich gezeigt, welche Folgen intransparentes Handeln der Landesregierung haben kann. Wären die entsprechenden Dokumente damals öffentlich zugänglich gemacht worden, wäre wohl niemand auf die wohlmögliche Idee gekommen, den Finanzausschuss bei Vertragsabschlüssen zu umgehen. Damit man sich seitens der Landesregierung nun nicht den Vorwurf gefallen lassen muss, keine Gegenmaßnahmen ergriffen zu haben, finden sich heute im Datenkatalog des geplanten Informationsregisters natürlich die Beraterverträge wieder, soweit sie denn einen Auftragswert von 5.000 Euro netto übersteigen. Grundsätzlich ist das natürlich zu begrüßen. Es offenbart aber auch ganz deutlich die Salamitaktik der Kenia-Koalition im Hinblick auf die Novellierung des Informationszugangsgesetzes. Transparenz und der einfache Zugang zu staatlichen Informationen tragen dazu bei, das Vertrauen von Bürgerinnen und Bürgern in die Verlässlichkeit staatlichen Handelns und in die Motive der politischen Verantwortlichen zu stärken und neu zu gewinnen. So begann der Entschließungsantrag, den das Plenum in der 13. Sitzungsperiode im Mai 2017 verabschiedete. Die Landesregierung wurde damals gebeten, einen Gesetzesentwurf zur Fortentwicklung des Informationszugangsgesetzes Sachsen-Anhalt, also zum IZG, zu einem Informationsfreiheitsgesetz vorzulegen. Angedacht war damals der Zeitraum bis zum 2. Halbjahr 2017. Bis heute liegt ein solcher Gesetzesentwurf nicht vor, zumindest ist er mir nicht bekannt. Stattdessen will man nun das im Jahr 2017 angerichtete Informationsregister zusammen mit einigen kosmetischen Korrekturen in das IZG einfügen. Gleichzeitig behauptet der grüne Sprecher der Koalition, die Landesregierung beschränke sich auf diese wenigen Änderungen, weil man für 2019 beabsichtige, einen umfassenden Gesetzesentwurf zu dem Thema einzubringen. Nicht nur, dass im Prinzip seit damals im Hinblick auf das neu zu schaffende Informationsfreiheitsgesetz kein Vorankommen zu beobachten ist, nein, die wenigen Datenkategorien des Informationsregisters sind, naja, ich sag mal, mehr als dürftig. Abgesehen von Informationen unter Nummer 2 des § 11a Absatz 1 ist vieles bereits jetzt im Netz zu finden. Und ohne den Beraterskandal gäbe es wahrscheinlich auch die Nummer 2 dieses Absatzes nicht. Der Landesbeauftragte hat in seiner Stellungnahme im Dezember 2018 eine ganze Liste von Datenkategorien für das Informationsregister gefordert. Auch wir haben hier 2017 beispielsweise die Aufnahme von Kabinettsvorlagen und Kabinettsbeschlüssen gefordert. Damit wäre ein erkennbarer Schritt in Richtung Transparenz getan. Das bisherige Agieren der Landesregierung vermittelt jedenfalls den Eindruck, man wolle in Sachen Informationsfreiheitsgesetz gar nicht wirklich vorankommen. Es ist ein zu kurzer Schritt auf dem Wege zu einem Transparenzgesetz, meint der Landesbeauftragte für Informationsfreiheit. Als AfD-Fraktion sind wir zu der Erkenntnis gekommen, sie tun ja nichts und deshalb müssen wir sie bei ihrer Tatenlosigkeit nicht auch noch unterstützen. Wie im Ausschuss stimmen wir mit Enthaltung und zu 11b mit Zustimmung. Vielen Dank.